Hallo ihr Lieben, wir sind jetzt in der Lemgo-Nikolai-Kirche und hier möchte ich euch ein absolutes Highlight sowohl kunstgeschichtlich als auch kirchengeschichtlich zeigen, nämlich das wunderschöne Taufbecken, das wir hier im vorderen Bereich haben. Normalerweise ist das immer so ein bisschen abgesperrt, aber ich werde das jetzt mal aufmachen. Dann kann man einmal durch dieses Türchen durchgehen. Da hat man einen wunderschönen Blick. Gehen noch ein Stückchen zurück durch diese kleine Tür auf das Taufbecken. Dieses Taufbecken ist im späten 16. Jahrhundert durch einen Lemgoer Baumeister namens Georg Grossmann geschaffen worden. Und dieses Taufbecken besteht aus einem steinernen Sockel und aus einem Holzdeckel. Und wer sich immer schon mal gefragt hat, wie kommt man eigentlich an dieses Taufbecken dran, um es nutzen zu können, das ist eigentlich ganz einfach. Dieser Holzdeckel hängt an einer großen Kette. Ich zeige euch das mal. Die Kette hängt oben an einem Haken. Und wenn man das Taufbecken benutzen möchte, dann schiebt man einfach, und ich meine einfach, den Holzdeckel an die Seite. Das mache ich jetzt einfach mal. Macht ein bisschen Krach. Ihr habt dabei einen Blick auf die Taufszene. An die Seite hängen. Der hängt jetzt, das zeige ich euch jetzt gleich, frei schwebend in der Luft. Hängt natürlich an der Kette, ist klar. So, von daher haben wir jetzt einmal den Blick auf das Taufbecken, auf den Deckel, der daneben hängt, oben an der Luft sozusagen, beziehungsweise in der Luft an der Kette. Und was ich heute besonders schön finde, nicht nur der Blick auf diese kleine Anlage, sondern auch noch die Sonnenstrahlen, die reinscheinen durch eins der Buntglasfenster und wunderbare farbige Tupfer auf der Wand hinterlassen. Na, wenn das keine Symbolik ist, die Sonne scheint rein und lässt das Ganze ein bisschen fröhlicher und freundlicher erscheinen. Und das gerade in unserer heutigen Zeit. So, damit verabschiede ich mich für heute aus der Nikolaikirche. Bis bald!